Jetzt kann es hier gleich losgehen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zu diesem mit Spannung erwarteten Duell, bis zu diesem Spiel, das es in sich hat. Eine brisante Begegnung, ein Duell der Extraklasse. Dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Bleiben Sie unbedingt dran. Fußball vom Allerfeinsten, natürlich nur bei uns. Bleiben Sie dran. Willkommen, liebe Fußballfans, hier im Millantor-Stadion. Willkommen zu unserer heutigen Begegnung. Seien Sie herzlich gegrüßt. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und es ist das Spiel, in dem sich die Gastgeber vielleicht zum Meister holen können. Es könnte ein grandioses Spiel werden. Gracias.
Und schauen Sie sich diesen Jubel an. Das jetzt halten, das über die Linie bringen, dann wär's das. Nochmal die Wiederholung des Tors, da kommt zunächst die Flanke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Was für eine Szene, wunderbar durchgesetzt. Die Abwehr ist da, kann aber gar nichts machen. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Sebastian Vassiliadis. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Er hält erst einmal den Ball.
man dem Keeper keinen Vorwurf machen. Der Ball wird abgefälscht. Das sehen wir hier nochmal ganz deutlich in der Wiederholung. In dieser Partie. Und wenn alles so weitergeht, dann werden sie heute die Meisterschaft feiern können. Und das wirklich schon heute. Das wäre ein Riesenerfolg. Aber wir sehen ja, es ist wirklich eine klasse Mannschaft, die hätte sich diesen Erfolg auch verdient. Sie müssen jetzt nur konzentriert werden. Wir gehen rein in die zweite Hälfte hier im Millantor-Stadion. Super Aktion, da lässt er ihn einfach stehen, setzt sich mühelos durch. Tolle Ballbeherrschung und ein sensationeller Tor. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Schauen auf die Wiederholung. Ja, wenn der so perfekt kommt, dann ist er nicht zu halten. Tolles Tor. Jetzt also. Sebastian Bastianiadis.
frische Leute ins Spiel ein. Ecke kommt in den 16er.
Spiel. Sie haben es geschafft. Sie sind Meister. Schau dir diesen Jubel an. Sie haben es sich verdient. Sie wissen, was sie hier geleistet haben in dieser wirklich starken Liga. Das war eine tolle Saison. Und sie waren einfach die Besten. Das ist eine Saison, an die wir uns noch lange erinnern werden. Ja, und das liegt vor allem an Ihnen. Es waren immer wieder überragende Auftritte, wirklich herausragende Spiele. Taktisch, aber auch, sind wir mal ehrlich, spielerisch. Das war dieser berühmte Fußball vom Allerfeinsten. So, hinten stehen die Ordner. Die Ordner sind so die einzigen, wenn ich es jetzt richtig sehe, die so ein bisschen halb im Bewahren. Da auch die Fotografen, da ist auch so ein leichtes Bild spürbar. Ansonsten wackelt hier das Podest. Ja, bei dem Erfolg. Hier oben bei uns wackelt die Tribüne. Alles wartet auf den großen Moment, wenn der Kapitän vortritt und die Trophäe in den Himmel streckt. Und jetzt ist es raus, lasst es raus. Ach, das sind einfach schöne Bilder. Herzlichen Glückwunsch. Die Mannschaft weiß natürlich, ohne die Fans, ohne die Anhänger, ohne die Treusten geht es nicht. Ja, also das ist schon beeindruckend. Die machen eine unglaubliche Stimmung und das ohne Ende, jedes Mal. Das war auch heute nicht anders. Da hast du natürlich vollkommen recht. Und wie das so ist im Fußball, die Fans gehören einfach dazu.